bin heute hier, um mich vorzustellen, um meinen Sport vorzustellen und euch mal zu zeigen, was ich so mache. Dass man im Rollstuhl skaten kann und ja, dass man auch Spaß haben kann, wenn man auf die Schnauze fällt. Und warum? Das erzähle ich euch. Ja. Also, das bin ich. Ja. Der da. Und ich heiße David Lebusa. Für die, die es noch nicht wissen, weiß ich ja nicht. Bin 29 Jahre alt. Ja, wird also Zeit, dass mich die Jüngeren mal ablösen. Ja, ihr. Und ja, ich bin offensichtlich Rollstuhlfahrer. Ja. Sieht man, denke ich. Warum bin ich Rollstuhlfahrer? Ich bin seit 2008 hatte ich einen Unfall. Also ich bin nicht von Geburt an irgendwie auf den Rollstuhl angewiesen, sondern ich hatte einen Unfall. Bis dahin wusste ich nicht viel über Rollstuhlfahrer, sondern musste das auch alles erstmal kennenlernen und lernen. Bei dem Unfall habe ich eine Querschnittslähmung erhalten. Ja, hört sich an wie ein Geschenk. War es am Ende auch, denn man sagt zwar immer, man ist behindert, aber ja, ich habe das irgendwie nie so richtig empfunden, sondern ja, im Endeffekt bin ich jetzt ein Skater. Ja, also ich mache ein paar Tricks im Skatepark und hätte mir damals nicht vorstellen können, irgendwie, dass ich mal Dritter bei der WM werde, ne? Also bei einer Weltmeisterschaft. Wow. Und starke Leistung! Danke! Dann hoffe ich mal, dass das noch nicht alles war, denn 2014 war ich sogar Weltmeister. Ja, vielen Dank. Ja, jedenfalls bin ich jetzt WCMX Rider. Was das jetzt genau heißt, sage ich gleich. Das WCMX heißt, ist nämlich mein Sport, so heißt der, so wird er genannt. Und das mache ich mittlerweile auf einer recht hohen Ebene. Und dass ich nochmal Profisportler werde, das hätte ich, glaube ich, nach dem Unfall nicht gedacht. Ja, das hätte ich vielleicht habe ich es geträumt, aber ich glaube nicht mal das. Aber ich bin ein Träumer. Träumen ist wichtig, nicht nur, weil man dann irgendwie sich mehr bewegt im Schlaf, sondern weil nur wer träumt, kann später sagen, meine Träume sind wahr geworden. Ja? Wer nicht geträumt hat, der hat gesagt, oh ja, hier ist toll, aber der Traum ist nicht wahr geworden. Das finde ich ein ziemlich starker Satz. Und ja, deswegen gibt es da viele Möglichkeiten, wie man mich benennen kann. Ne? Ein Rollstuhlfahrer, Querschnittgelähmt, Skater, Behindert, wie auch immer. Am Ende sage ich immer gerne, ich bin einfach ein Betonsurfer. Das Wasser ist weit weg, deswegen nehme ich Beton. Davon gibt es hier viel. Ja, mein Sport heißt WCMX. Na, guck mal erstmal rein. Ja, ich hab den nächsten nicht bekommen. Ja, wir haben gerade angefangen. Ich hab nur das bisher erzählt. Sind Sie das? Kannst du nochmal nachlesen. Was? Oben im Stuhl und hier in der Mitte, dann können die Rollen. Nee, dann kann man ein bisschen näher vorne hier noch ein bisschen mit dem Platz. Platz ist in der kleinsten Hütte. Der kommt. So, alle reingequetscht? Ja. Super. Ja, also hier für die Nachzügler kleine Zusammenfassung von dem, was ich bisher gesagt habe. Grundsätzlich bin David Lebusa. Hi. Okay, jetzt geht's aber erst richtig los, denn ich will was über meinen Sport erzählen. Ich habe ein paar coole Fotos mal hintergepackt, ne? Ich dachte, das ist besser, wenn ich hier die ganze Zeit quatsche, nicht, dass ihr nur einschlaft irgendwann. So, also mein Sport heißt WCMX. Das sind erstmal nur vier Buchstaben. Denkt man sich, was ist das jetzt? WCMX, sagt man ja immer als Deutscher. Ne? Das kommt aber aus dem Amiland, deswegen klingt das viel cooler, wenn man das Englisch ausspricht. Ja? Kommt im Prinzip BMX, kennt ihr alle, oder? Ja. Ja. Ja, das sind die, die mit den Fahrrädern halt coole Tricks machen. Und weil ich nicht so gut Fahrrad fahren kann mehr, mache ich das halt mit dem Rollstuhl. Und WCMX, also WCMX, wir wollen das ja cool aussprechen, heißt Wheelchair Motocross ausgesprochen. So, Wheelchair ist Englisch für Rollstuhl und Motocross, hat der jetzt einen Motor? Nein. Auch nicht. Hab ich nicht. Mein Motor ist in dem Fall das hier. Ne? Ja. Und wenn man jetzt mal nicht so viel Muckis hat oder wenn man schon zu viel rumgedüst ist und keine Kraft mehr hat, dann gibt es den Skatepark aber Rampen, die auch ein bisschen Schwung bieten, die ein bisschen Schwung bringen.
Ja, da kann man nicht, also notfalls, wenn man gar keine Kraft mehr hat, sich da hochschieben lassen von irgendjemandem. Ne? Sagst du, hey, hier, komm mal ran, helf mir mal da hoch. Ich will da runterdonnern. Ja, da hat man mit genügend Geschwindigkeit und Schwung, kommt man auch die Rampen hoch oder die Berge hoch, die man vielleicht sonst nicht schafft, einfach nur aus der Armpower. Ist das nicht gefährlich, dass man dann aus die Fresse fliegt und nicht was bricht? Ach, du hast den Anfang verpasst. Ja. Ich habe nämlich schon gesagt, dass auch auf die Schnauze fliegen durchaus Spaß machen kann. Ja, hast du doch schon allein bei uns in der Schule. Ja, das stimmt. Wisst ihr? Ja, also, da haben wir schon auf den Finger gebrochen. Und so. Manchmal macht es ja auch keinen Spaß, weil die Frage ist ja, wie du auf die Schnauze fliegst. Ne? Wenn du jetzt irgendwie einfach nur ausrutscht, irgendwie auf einer Bananenschale und dann lachen die anderen, haben die anderen Spaß, aber du vielleicht nicht. Ne? Ja, ich mache ja im Skatepark, seht ihr ja, ich habe einen Helm auf dem Kopf, ne, das ist schon mal ganz wichtig, weil wenn man schon davon ausgeht, dass man Spaß haben will, wenn man auf die Schnauze fliegen, dann sollte man zumindest einen Helm tragen. Das hat man aber jetzt im Alltag, wenn man jetzt sagt, man rutscht auf der Bananenschale aus, hat man es nicht. Dazu komme ich aber später noch. So. Und wie ist das da dazu eigentlich und zwar gekommen, dass du halt im Rollstuhl sitzt? Ist auch gerade erst dazu gekommen. Ja. Ja, habe ich auch gerade gesagt, im Prinzip hatte ich vor 8 Jahren. Ja, doch 2016 haben wir jetzt. Vor 8 Jahren ungefähr hatte ich einen Unfall. Ah, Auto. Und nee, ich bin, habe versucht, ein Treppengeländer runterzurutschen. Auf meinen Arsch. Ja, also ganz uncool ohne Skateboard, wie die Bananenschale. Ne? Also das hat keinen Spaß gemacht, ne? Das war total doof. Und dabei habe ich mir eine Querschnittslähmung zugezogen. Ah, okay. Ja? War ziemlich übel, aber wie gesagt, im Endeffekt. War es auch ein Geschenk, weil das, was ich heute mache und was ich seitdem gemacht habe, ich glaube, ich wäre nie Profisportler gewesen. Also das war abgehakt. Ich war früher auch an einer Sportschule, so was ähnliches wie das hier, ne? War Radsportler, damals war ich ja noch besser am Fahrradfahren. Ja, irgendwie ist das jetzt cooler. Okay, also zurück zu meinem Sport hier, Wheelchair Motocross, wie gesagt, ganz ohne Motor. Der Name, dass da jemand gesagt hat, das heißt Motocross, kommt daher, dass die Biker, also BMXer, das waren ganz früher, waren das alles hier die harten Kerle mit den Motocross-Maschinen. Ne? Und so eine Motocross-Maschine ist mindestens so teuer wie ein E-Rolli. Ja, wenn nicht sogar noch teurer, weiß ich nicht. Nee. Benzin ist auch teuer. Deswegen haben die irgendwann gesagt, boah, geht das hier auch günstiger? Dann haben sie in die Pedale getreten. So, wie gesagt, Fahrradfahren kann ich nicht so gut. Deswegen mache ich das Wheelchair Motocross. WCMX. Auf den Bildern sieht es richtig geil aus. Wenn man selber macht. So, WCMX hier, ne, zack, ist auch jetzt mittlerweile sogar eine Organisation geworden. Wie langweilig jetzt ist das eine Organisation? Nein, es ist, ich habe ja schon gesagt, ich bin Weltmeister geworden und auch Dritter. Und die das organisieren, die wollen das weltweit etablieren. Ja, deswegen gibt es jetzt auch so ein cooles Logo wie bei der NBA oder so. Ja, die Amis müssen immer überall ein cooles Logo machen. Finde ich gut, sieht auch besser aus als das. Ja. Aber ne, Hashtag kennt ihr vielleicht, kann man auch mal suchen, findet man auch ein paar coole Sachen. Ja. So, weiter geht's. Das Bild ist schwarz, jetzt nicht mehr. So, der Skatepark ist für mich ein Ort, wo man einfach mal gemeinsam was machen kann, wo man wirklich mit seinen Freunden sein kann. Und man kann da gemeinsam skaten, ne? Egal ob man jetzt im Rollstuhl das macht, ob man das auf dem BMX, auf dem Skateboard, keine Ahnung, wie auch immer macht, ne, alles was rollt, kann da eigentlich ganz coole Sachen machen. Ja, deswegen ist das ein Ort, wo man halt gemeinsam skaten kann, wo man gemeinsam abhängen kann. Man braucht aber den richtigen Rollstuhl dafür, ne? Kann man nicht mit jedem machen, ne? Du kannst, da komme ich aber auch gleich noch zu, oder schon am Anfang vielleicht mal mit dem Rollstuhl machen, den du da unterm Arsch hast, aber wenn du da irgendwann die Räder vom Boden lösen willst, ne, und durch die Gegend springst oder so, dann solltest du vielleicht überlegen, ob es nicht Sinn macht, einen Sportrollstuhl. Ja, wenn du Basketball spielst, kannst du ja auch mit dem Rollstuhl Basketball spielen. Aber du wirst bestimmt nicht mit dem Rollstuhl in der Bundesliga kommen. Nein. Siehst du? Genauso ist es ja auch. Es ist ein Sport und ab einem gewissen Punkt braucht man einen Sportrolli. Ja. Was hat denn deine Mutter gesagt, wo sie dann erfahren hat, dass du Rollstuhlsport machst? Wollen wir nochmal die Fragen nach hinten stellen? Ja. Quatsch ich hier erstmal durch und. Ja, okay, dann machen wir so. Dann kommen wir hier, Skateparks, habe ich gerade gesagt, kann man gemeinsam viele Sachen machen. Skateparks, was ich so toll an dem Sport auch finde, ist, Skateparks sind immer unterschiedlich. Ja? Also jeder Skatepark sieht anders aus und man findet immer in jedem andere Sachen. Also das ist jetzt nicht so wie beim Basketball,
dass man da halt überall die gleichen Feldabmessungen irgendwie hat, der Korb auf derselben Höhe hängt, ist da ganz wichtig bei dem Sport. Wäre doof, wenn man irgendwie ein Basketballfeld hätte, wo der Korb irgendwie unten auf dem Boden ist. Obwohl, für den einen oder anderen wäre das cool, oder? Ja. Ja. Beim Skatepark ist das so. Beim Skatepark ist überall was anders. Das heißt, bei meinem Skatepark sage ich vielleicht sogar als Profi, hier kann ich nicht viel machen, das ist eigentlich ein doofer Skatepark. Und beim nächsten kann ich wieder so auch viel machen. Und genauso geht es halt auch für die, die das noch nicht so gut können, für die, die das gerade erst anfangen oder die es mal probieren. Im High Skatepark findet man super viele Sachen, die man auch als Anfänger machen kann. Und im anderen hat man vielleicht erstmal schlechte Karten und kann da gar nicht so viel machen. Ja, aber jeder Skatepark ist unterschiedlich. Und wenn man in dem einen dann das ein paar Mal geübt hat und da sagt, ja, der Skatepark kenne ich jetzt hier und auswendig, das ist mein Ding, hier bin ich der Boss, dann kommst du in den nächsten und übst da wieder was ganz Neues, was du in deinem vielleicht gar nicht machen kannst und kommst dann wieder zurück zu dem, wo du der Boss bist und stellst fest, boah, die Idee ist mir vorher noch gar nicht gekommen, jetzt bin ich dadurch wieder besser geworden und kann wieder neue Sachen machen. Eigentlich ist man nie am Ende, man findet immer neue Herausforderungen. Ja, ja. Und in manchen Skateparks findet man dann halt sogar so tolle Sachen wie Pizza. Ja? Pizza. Pizza. Ja? Wer Sport mal hungrig, von daher, das hier ist aus Kassel das Bild. In Kassel gibt es echt einen Pizzaofen, der Skatebar ist. Ne? Deswegen musste ich mal da so ein lustiges cool. Bild machen. Aber nur übrigens nur, wenn der Pizzabäcker da ist. Den muss man also auch Glück haben, dass man den antrifft. Haben Sie auch die Pizza genommen? Natürlich. Einfach aus der... Ja, fast soll die Finger verbrannt. Die kommt ja frisch aus dem Ofen. Ja, Handschuhe. Genau, deswegen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, jeder Skatepark ist anders. Das hier ist aus München das Bild. Und ja, da muss man einfach mal so durch die Skateparks rollen und gucken. Jeder wird woanders was finden. Es gibt auch, Skater sind total unterschiedlich. Ne? Also es gibt auch beim Skateboarding oder beim BMX, da gibt es welche, die stürzen sich in die großen Halfpipes die ganze Zeit und springen Meter hoch da raus. Und es gibt die, die auf der Straße fahren und irgendwelche Rails runtergrinden. Beim Rollstuhlfahren ist das nicht viel anders. Es gibt die, die halt nur in der Bowl so ein bisschen hin und her kamen, was ich zum Beispiel gerne mache. Ne? Das heißt also, in der Bau im Prinzip wirklich an den Betonwänden so lang zu fahren. Ne? Das ist ein ziemlich cooles Gefühl, so ein bisschen die Achterbahn fahren, nur dass man nicht auf Skien fährt, sondern man selber den Weg entscheiden kann. Und dann gibt es aber die halt Treppen runterfahren und die sagen, das ist viel cooler hier, wenn ich auf der Straße die Treppen runterfahre, als hier, wenn du da deiner Betonschüssel fährst. Habe ich einfach gemacht, da habe ich mir Rücken gebrochen. Ja, musste Helm aufsetzen und dann übeln. So, komm ja, mal. Ja, Daniel, Helm aufsetzen. Ja. Oh. Oh. Ja. Es ist so, wenn man jetzt anfängt, ne, man sollte sich Rücken brechen, ist doof, weil sollte man nicht so machen. Wie hast du so, das dann hingekriegt? Es ist so, dass die Rampe, in dem Skatepark war ich schon öfter. Und als ich das erste Mal in dem Skatepark war, ich mir die Rampe angeguckt und dachte mir, boah, zu krass, viel zu hoch, das mache ich nicht. Ne? Dann kam ich ein zweites Mal, bin drauf zugefahren, hab abgebremst. Ne, geht nicht. Als ich beim dritten Mal da bin ich drauf zugefahren, habe probiert, habe es aber nicht nach oben geschafft. Gut. Beim vierten Mal ist das Foto entstanden. Ja, da habe ich es dann geschafft, weil ich natürlich auch woanders immer wieder weitergeübt habe und habe es dann geschafft, da wirklich zu springen. Und das ist ein super geiles Gefühl. Aber bis man an den Punkt kommt, um halt wirklich die Räder auch den Boden verlassen, bis man das machen kann, hat man vielleicht aber vorher. Dadurch macht man sich auch sehr beliebt, war bei anders. Wow. Ja, das ist kein Kinderfoto von mir, sondern die habe ich extra weggelassen. Nein, das ist von meinem Workshop ein Teilnehmer und man sieht es in seinem Blick, der hatte auch was gesehen, wo er erstmal ein bisschen Schiss hatte. Ja, das ist aber total normal. Ne? Also, wie gesagt, ich habe die Rampe auch nicht gleich beim ersten Mal gemacht, wie wir gerade gesehen haben, sondern Angst zu haben ist erstmal ein natürlicher Reflex und ist nicht schlimm, weil ihr bewahrt ihr nicht davor, dumme Sachen zu machen. Ne? Also wenn ihr jetzt sagt, hier, boah, jetzt hat er mir gesagt, ich soll hier einfach auf die Rampe zufahren und hochspringen, wäre vielleicht nicht so eine gute Idee. Ne? Kannst du auch Prellters machen? Noch nicht. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich die Rampe habe. Ja. Immer eins nach dem anderen. Das ist auch ein gutes Beispiel. Wenn ich jetzt sage, ich kann das nicht, ich sag dir jetzt, ich kann das nicht, aber ich mach das jetzt, ja, dann breche ich mir vielleicht auch nochmal einen Rücken. Würde ich nicht. Also es ist gut, dass ich da noch ein bisschen Angst vor habe. Ja? Aber vielleicht ist es auch gar keine Angst, vielleicht ist es einfach auch nur Respekt, den ich davor habe. Denn mittlerweile weiß ich, was ich mit meinem Rollstuhl kann. Ich kann das gut einschätzen. Ich weiß, ich habe mein Rollstuhl unter Kontrolle. Ne? Wenn ihr jetzt, ich weiß nicht, wer von euch hier alles Wheelie kann. Oh nee, da, genau da. Also, ja.
beim Wheeling. Also jetzt müssen wir wirklich nochmal üben. Ja, ist so. So, also wer ein Wheelie kann, ne? Oder wer nicht kann. Wer nicht kann, sagt sich jetzt, boah, das ist total schwer und krass, da habe ich ein bisschen Angst vor. Ne? Aber wenn man das übt, ne, dann hat man da keine Angst mehr vor, weil man weiß ja, dass man es kann. Das ist so eine Geschichte Step by Step. Das hast du. Erstmal hier vorne. Ich weiß nicht, wer zuerst gewählt hat, aber wir machen es in rein. Also ich habe eine Frage, was bedeutet dieses Wheelie? Das ist das hier. Du machst ein Wheelie. Nehmen wir ja, noch den Hintergrund. Soll man das Wheelie nicht einfach nur nach hinten geben? Weil es viel cooler klingt. Manche nennen das auch Manual. Das ist auch das Skate-Sprache. Also im Skate hat ja schon alles ist ja ein Trick, hat einen Namen. Hast du mal Tony Hawk Pro Skater gespielt? Kennt man das heute überhaupt noch? Damit habe ich meine Jugend verbracht. Ja, und hat ja auch alles, was du da machst, hat, ist ein Trick. Ne? Kickflip gibt 100 Punkte. Ja, das kenn ich. Und dann gab es da auch einen Trick, der heißt Manual. Das ist einfach nur, da ist der Skateboarder halt auf zwei Rädern gefahren. Ne? Ich krieg mich zwar hoch, nur damit ich mein Gewicht halten kann. Ich krieg das nicht wieder nach hinten verlagert. Aber naja. Ja? Also. Ist es ganz gut, wenn man ein bisschen. Also, du warst auch noch dran, sorry. Ja, und bei Bundesliga habe ich gesehen, dass Aubameyang kann auch einen Salto machen. Ich wohne ja in Dortmund. Wenn ich ihn mal treffe, ja, dann werde ich mal fragen, ob er das auch mit dem Rollstuhl kann. Und dann wird er sagen, ne. Und da hat er bestimmt auch Angst vor, wenn ich sage, jetzt mach das mal im Rollstuhl. Ah. Es ist also, wenn man was nicht kann und davor erstmal ein bisschen Schiss hat, ist das total normal. Das Problem ist, ich kann mich in den Rollstuhl setzen und das ausprobieren, wenn ich zu Hause bin und meine Mutter neben mir steht. Die sagt, lass es lieber. Oh, das ist, ich sag dazu immer Mutti-Schreck, weißt du? Ja. Weißt du, wenn meine Oma daneben steht, die hat sofort den Reflex. Ich muss den Jungen helfen. Das Schlimme ist, wenn die mich aber wirklich auffangen würde bei so einer Sache, ich glaube, die Einzige, die sich dann Knochen brechen würde, wäre meine Oma. Deswegen sage ich, habe ich ihr gesagt, Oma, ich weiß, du erschreckst dich, ich weiß, du magst das nicht, aber ich weiß, was ich kann und ich muss das üben, dass ich besser werde. Und meine Oma weiß das heute und sie freut sich jedes Mal, wenn sie dann was von mir sieht, ein cooles Foto wie die. Ne? Da sagt sie auch jedes Mal, wenn sie das Foto sieht, ne? Hast du mal so einen schreckhaften, aber sie freut sich. Ne? Also auch deine Mutti hat vielleicht ein bisschen Angst um dich. Ja, ist ja ganz normal. Viel. Meiner Meinung nach viel zu viel. Meiner Meinung nach auch. Ja. Aber vielleicht weiß sie auch einfach, dass du so ein totaler Kamikaze bist. Und, ne? Also, sie weiß, dass ich auch meine Rollstuhl kaputt fahre. Ja, das stimmt. Ja, siehst du? Ja. Also, kommen wir mal weiter hier, weg von Angst. Aber jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, ihr könnt das auch. Das ist ein Foto, wo ich im Prinzip, ich mache Workshops. Ne? Und da lade ich ein, kommt in den Skatepark und ihr könnt das ausprobieren. Ne? Alle, die Lust haben, können das ausprobieren. Jetzt ist es so, dass, wie gesagt, wir nennen das zwar Motocross, aber mit einem E-Rolli wird es schwierig. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dich in einen manuellen Rollstuhl zu setzen, ja, dann kriegen wir da auch eine Möglichkeit hin, dass du da durch die Rampen düsen kannst. Ja? Haben wir nämlich schon öfter gehabt. Ja, aber ich hab ne Frage. Können auch E-Rollis solche Stunts ausführen oder können keine E-Rollis das hinkriegen? Also, ich sag niemals nie, aber momentan kenne ich keinen, der das könnte. Das ist alles möglich. Ja, vielleicht gibt's irgendwann, ne, kennt ihr Aaron Fotheringham? Ja. Ja, das ist der Typ von Nitro Circus, der die Backflips und so macht, ja, mit dem Rollstuhl. Also wirklich. Genau, der Stuntman von Vorstadt-Krokodil. Die kennen wir vielleicht. So, der Typ hat ja auch irgendwann angefangen zu sagen, ich mache jetzt mit meinem Rollstuhl im Skatepark los. Ja, das war ja jetzt keine Idee von mir, sondern ich hatte einen Unfall und habe den Typen gesehen und habe gedacht, boah, geil, das will ich auch. So wie ihr jetzt vielleicht mich seht und sagt, boah, geil, das will ich auch. Ne? Also das links bin ich und das daneben ist ein Mädel, was ich nicht, also das da über die Schulter guckt, ist die Lisa. Ja? Das Mädel daneben ist eine, die ich jetzt nicht weiß, wer das ist, das ist wahrscheinlich die Schwester von irgendjemandem. Dann ist der Amos und der Robin. Ne? Die beiden waren beim Workshop in Kassel dabei und haben auch da im Skatepark ein bisschen geübt. Und das ist so, dass wirklich, das kann jeder machen, wir fangen wirklich da klein an. Tag. Also
ihr könnt da hinkommen und braucht jetzt keiner irgendwie direkt die krassen Sachen machen, wo ihr sagt, oh nö, das traue ich mir nicht, sondern ihr entscheidet ja selber das Tempo. Ne? Da sind Leute da, die helfen euch, die schieben an, die sichern ab, die schmeißen sich in den Dreck für euch, ja? Damit ihr euch halt nicht den Rücken brecht. Ihr kriegt einen Helm auf, ihr kriegt Schoner an. Und einen Rückenschützer. Und einen Rückenschützer, wenn es sein muss. Ja. Gibt's sowas? Natürlich. Wir haben den Philipp, ein Kumpel von uns, der auch mit zur WM geflogen ist. Ja. Genau, da hinten in grün im Hintergrund. Ja, mit dem grünen Rolli, der leuchtet so ein bisschen. Sieht man das hier oben? Ja. Das Grün leuchtet überall. Ja, der fährt auch. Das ist auch so ein Kamikaze-Typ. Der halt auch Oberkörperspastik hat und deswegen hat er halt manchmal schon so den Moment, wo er einfach umfällt. Ja. Trotzdem klettert er jedes Mal wieder auf die hohen Rampen und macht es wieder, weil er einen Riesenspaß hat. Weil er cool ist. Aber weil er weiß, dass das öfter passiert, hat er auch ganz oft Oberkörperpanzer und auch einen Rückenschutz. Also gibt's also hat man nicht die Angst danach, dass sich irgendwas mal wirklich brechen sollte. Also, es ist ja so, dass du, wenn du Sport auf einer gewissen Ebene machst, ne? Also, wie oft sind Fußballer verletzt? Ist ein Beispiel. Also, ne, wenn man halt Sport auf Leistungsebene macht, dann kann das auch schon mal zu Verletzungen kommen. Das ist bei jedem Sport. Aber so beim Skaten ist das natürlich auch so. Beim Skaten gehört es auch so ein bisschen dazu, dass man dann ab und zu mal. Ich habe ja gesagt, man kann auch Spaß haben, wenn man auf die Schnauze fliegt. Weil, wenn ich jetzt einen neuen Trick übe, egal was es ist, oder einen neuen Skatepark komme und da irgendwas sehe, was ich noch nie gemacht habe, ja, dann ich mir aber vornehme, ich will das unbedingt heute machen, dann probiere ich es und manchmal versuche ich es 100 Mal und habe es nicht geschafft. Ja. Und wenn ich es beim 101. Mal dann aber schaffe, dann ist das Gefühl einfach das Beste. Dann hat sich dieser ganze, was jedes Mal wieder aufstehen, hat sich dann gelohnt. Weil dann ist man auch stolz auf sich selbst. Genau. Ne? Und allerdings ist es auch so, man lernt ja auch zu fallen. Also, ja, wenn man jetzt das erste Mal fällt, ist das alles noch ein bisschen komisch. Ja. Wenn man das zweite Mal fällt, hat man auch, kenne ich schon. Und beim dritten Mal weißt du auch direkt wieder, wie du die Rolli zurückkommst. Ne? Also das ist ja auch ein Lernprozess, der genauso, man fängt klein an, ne? Man fängt erstmal den kleinen Rampen an, wo noch nicht so viel passieren kann. Und selbst wenn man da mal umkippt, dann ist das so ein mach ich nochmal. Irgendwann, wenn man dann anfängt, die großen, krassen Sachen zu machen, dann weißt du einfach, wie du fällst. Und dann sieht das manchmal, weißt du, wer schon mal Skate-Videos geguckt hat, dann sieht das aus, du machst ja das, das geht doch nicht. Ne? Aber die Typen stehen immer wieder auf, weil die genau wissen, wie sie fallen. Kennen Sie Tony Hawk, oder wie der auch immer heißt? Den kenne ich auch, also nicht persönlich. Sagt, nein, aber der ist auch mal irgendwo so weit gefahren und dann ist er komplett mit dem Rollstuhl auf den Boden gefallen. Ne? Also zumindest, er ist runtergefahren und der Rollstuhl ist irgendwo wandern gegangen. Er war auf dem Boden. Ja, er ist runtergefallen. Komplett aus dem Stuhl und der Stuhl ist irgendwo weiter runtergefallen. Aber Tony Hawk ist Skateboard. Ja, wenn er mal. Ich würde ihm auch zutrauen, dass er das mit dem Rollstuhl macht. Aber. So, jetzt gehen wir eigentlich ins Video. Da jetzt unsere Technik nicht so ganz funktioniert hat, muss ich das manuell abspielen. Weil jetzt brauche ich mal eine kleine Sprechpause. Du kannst noch fragen? Naja, und ich hatte schon mal Angst beim Schwimmen, ne? Vom Dreier zu springen, hatte ich auch Angst gekriegt. Und dann habe ich einmal versucht, und beim vierten Mal habe ich mich mal getraut, vom Dreier mal zu springen. Ach du Scheiße. Alter! Ach du Kacke! Alter, ich muss das mal kurz stoppen. Oh Mann! Angst haben, wie gesagt, ist ja nicht so schlimm, weil, ganz ehrlich, als ich jetzt erstmal auf dem Dreier stand, bin ich wieder runtergeklettert. Und ich fand das Runterklettern aber schlimmer. Denn ich fand das auch schlimmer. Das hat mich getraut. Genau. Als wir meine Wunschstunde hatten, habe ich mich auch getraut, vom Dreier zu springen. Ja, siehst du, so ist das Step by Step. So, jetzt gucken wir erstmal das Video. Ja. Normalerweise gibt es auch Musik dazu, die ist jetzt ein bisschen leiser. Sind Sie das oder ist das Lisa? Das bin jetzt ehrlich gewesen. Alter, du kannst ja nicht. Ja, klar. Du Scheiße. Hey, und wir brauchen einen Aufzug. Alter! Wir sind ein zu faul. Ich kann Rolltreppen machen. Boah, das ist ein geiler Rolltreppen. Und der Fahnen oder Fahnen? Fahnen.
Das war aber auch jahrelange Übung, ne? Ja, klar. Ja, alles. Ja, das ist Lisa. Cool, der fährt wenigstens mit dem Roger Treppen runter. Geht das andersrum, wenn ich so. Treppen mit dem Rollstuhl hochfahren? Ja, alles. Geht, ist aber extrem schwierig. Ja, ist ja nur ein bisschen Musik. Meine Stimme ist ja laut genug. Ich weiß, wer das, ich weiß, wer das konnte von unserer Schule. Einer konnte das. Von wem also, hat das abgekommen? Ja, also, das war jetzt ein Video von mir und Lisa von unserem letzten Trip nach Holland. Und das war in Eindhoven. Und wir suchen halt auch öfter mal neue Skateparks und wollen ja auch wieder was Neues entdecken und was Neues probieren. Und das findet man halt in neuen Skateparks, findet man immer irgendwas, was man vielleicht noch nicht gemacht hat. Und ja, dabei stand zum Beispiel, habe ich gerade gesehen, irgendwie diesen Picknick-Tisch. Ne, da dachte ich, das ist eine total dumme Idee und ich werde bei dem Versuch, darauf irgendwie zu grinden oder zu fahren, bestimmt 100 Mal auf die Fresse fliegen. Am Ende habe ich es nicht einmal. Ich habe es beim ersten Mal geschafft und dachte mir so geil. Hätte ich nicht gedacht. Ne? Ja. Aber diese Idee hatte ich vorher auch noch nie, weil stehen jetzt auch nicht überall Picknicktische rum. Ja. Nee. Aber, ja, von daher. Weißt du, den mich in der Schule auch, wenn du so Schreibtisch so Also, neue Skateparks, neue Ideen und ab und zu machen wir halt auch mal ein Video draus. Ne? Kann man auf YouTube sich angucken, könnt ihr also auch euren Eltern zeigen. Ja, vielleicht hat sie dann nicht mehr so viel Angst, weil sie sagt, du bist da eigentlich noch ganz human. Der Typ ist viel bekloppter. Abonnieren. So. Ja, das jetzt hier. Zack. Zack. Oh, das sieht schon geil aus, ne? So. Wenn man es kann, dann sieht es richtig geil aus. Wenn man es nicht kann, dann sieht es richtig aus. Mann, das war aber richtig schlimm, wie man gerade so gefallen ist. Ah. Das war. Das hat noch richtig Spaß gemacht. Warst du das, der da hingefallen ist beim Video? Ja. Das war ich. Oh Gott. Fandest du es lustig? So, oder? Wow, es tut dir zwar ein paar Minuten, aber danach geht's wieder. Pass auf. Hier oben seht ihr jetzt ein paar Termine, wo ihr das auch mal ausprobieren könnt, wenn ihr wollt. Ja. In Dortmund? In Dortmund, in Kassel, ich dachte mir, das sind so Sachen, die sind von hier aus relativ gut erreichbar. Ja. Ja. Es gibt auch noch, wir sind überall und nirgendwo schon gewesen und wollen auch wieder versuchen, überall und nirgendwo hinzukommen. Weiß jetzt nicht, ob jetzt für den einen oder anderen halt noch Frankfurt eine Möglichkeit wäre. Oder, oder wir waren auch schon mal in Gießen. Dortmund. Ja, vielleicht kommen wir auch mal nach Marburg. Was ist hier sonst noch so? Keine Ahnung. Aber Kassel und Dortmund sind definitiv Skateparks, die, wo auch öfter was ist, weil da ist jeden Monat zum Beispiel ein Treffen. In Kassel ist es der erste Sonntag im Monat und in Dortmund ist es der zweite Samstag im Monat. Kann man nicht auch irgendwo dann irgendwie, sag mal schnell, erreichen oder gibt es über dich eine Internetseite oder wie? Gibt's, also, Instagram, eine Homepage, die noch nicht ganz funktioniert, aber immerhin. Wir haben einen Blog, wo wir auch mal so ein paar Meinungen kundtun. Twitter benutze ich nicht ganz so viel, habe ich trotzdem. Facebook. Wo man es einfach hat. Und Facebook gibt es auch noch. So. Was? Ihr könnt mir darüber natürlich auch Fragen schreiben, die euch heute vielleicht noch nicht einfallen oder die ihr nicht vor der großen Runde euch getraut habt zu fragen. Ne? Könnt ihr alles machen? Darüber. Ja, dann blockt er dich so, weil du ihn so viel fragst. Also ich habe eine Frage, kannst du deinen Fuß so auch so bewegen oder ist er ganz gelähmt? Ey, ich kann tatsächlich, so kann ich machen. Hier. Kannst du auch ein bisschen laufen? Nein, ja, ich weiß, ich mag das jetzt auch, Digga. Laufen? Ja. Ja. Du hast schon das hier rollt. Nein, gib nicht. Echt nicht? Nein. Oh. So, ich will nochmal zu dem Termin zurückkommen. Da kommt gleich nochmal. Ich will nochmal zu dem Termin zurückkommen. Also es gibt, wir machen Workshops. Das ist das Fettmarkierte da. Am 12. März zum Beispiel, ist ein Samstag. Da sind wir in Dortmund, da haben wir den ganzen Nachmittag die Skatehalle nur für uns. 12. März? Ja. Da ist wirklich, da machen wir, bei so einem Workshop ist halt, also es gibt halt die Workshops und es gibt die Skate-Trips. Der Unterschied ist, beim Workshop haben wir die Skatehalle meistens für uns. Wir haben ganz viele Helfer, die unterstützen, die absichern. Und
ja, wir haben einfach eine ganze Menge Zeit, nämlich den ganzen Nachmittag da was zu machen, da was auszuprobieren. Wird's auch nicht langweilig? Da wird's nicht langweilig. Die meisten müssen wir aber noch rausfegen. Warte ganz kurz, noch der Unterschied zum Skate-Treff ist der, bei den monatlichen Skate-Treffs, die wir machen, in Kassel, Dortmund, Wiesbaden, wo auch immer, da ist es so, dass wir halt, wir treffen uns da, aber es ist eher so ein kleinerer Kreis. Das sind also die, die jetzt zum Beispiel beim Workshop waren und gesagt haben, boah geil, das will ich öfter machen. Und die dann halt jedes Mal wieder kommen und halt auch jemand, der noch nicht so oft da war, halt was zeigt. Du guck mal, das habe ich letztes Mal gelernt, kannst du auch mal probieren. Ne? Also so ein Austausch. Man trifft sich da, um halt zu üben, um gemeinsam halt eine coole Session zu machen. Da haben wir aber nicht so viele Helfer da. Ne? Deswegen, wer jetzt sagt, ich will das zum ersten Mal probieren und ich will da noch ein bisschen Unterstützung und ich habe da ein bisschen Schiss, ne? Kommst du den Workshops, wie gesagt, merkt euch den 12. März, da haben wir wirklich viele Möglichkeiten, euch zu unterstützen. Mhm. Ja, da haben wir auch Möglichkeiten, halt wirklich Leute, die sich selber nicht so gut anschieben können oder die halt noch ein bisschen mehr Angst haben, halt wirklich zu helfen, dass die da auch coole Sachen machen können. Und wir haben Leute, die sich bei so Kamikaze-Typen mal in den Dreck schmeißen, wenn er wieder fällt. Ne? Also bei den Skate-Treffs ist es dann halt so, da haben wir nicht ganz so viele. Das heißt, kommt erstmal zum Workshop und wenn er dann gesagt hat, boah, das ist geil, das will ich machen, dann kommt er auch zu den Skate-Treffs und dann üben wir weiter. Okay, die Mobi-Kurse, das ist auch nochmal eine Sache. Also die Skate-Kurse, klar, da gehen wir ins Skatepark, jeder kriegt einen Helm auf und ab dafür, coole Sachen machen. Rollstuhlfahren, jetzt habe ich ja schon gerade mitgekriegt, dass nicht unbedingt jeder ein Wheelie kann. Ne? Wheelie, weil ihr das nach hinten kippt. Egal wie man es nennt, das ist super wichtig, um natürlich mit einem Rollstuhl auch im Alltag klarzukommen. Weil wie oft hat man mal irgend so eine verdammte Kante hier vor der Tür, Kopfsteinpflaster. Lässt sich mit, wenn man vernünftig kippen kann, lässt sich das leichter überwinden. Also es ist schon elementar wichtig. Und das sind nicht nur das Kippen, sondern natürlich auch ganz andere Rollstuhlfahrtechniken. Wenn ich jetzt den Berg runterbretter, wie kann ich ihn vernünftig bremsen, wenn da auf einmal jemand irgendwie aus der Gebäudehecke springt? Mit dem Gesicht. Genau, möglichst halt nicht mit dem Gesicht. Dafür gibt es halt auch... Dafür gibt es die Mobi-Kurse, Rollstuhltrainings. Ja, das kriegt man beim Mobi-Kurs auch, wenn man das Reading nicht kann, kriegt man das dabei. Genau. Da kann man das beibringen. Also wir haben auch in Dortmund haben wir am Wochenende haben wir so einen Roll-On-Kurs. Das geht über Samstag, Sonntag. Ja, ist also auch für viel Beschäftigte, wenn jetzt die Eltern keine Zeit haben oder so, kann man das machen. Ansonsten der Mobi-Kurs in Bad Arolsen geht über 5 Tage. Da kann man natürlich viel mehr lernen als an einem Wochenende. Und das kann man auch von den Krankenkassen bezahlt bekommen. Könnt ihr euren Eltern sagen. Von denen bezahlen? So ein Kurs. Wenn du einen Rollstuhl hast, kriegst du so einen Kurs bezahlt. Ja, und deswegen sagt das, also es ist ganz wichtig auch weiter zu sagen, weil wenn, wer von euch hatte schon mal so ein Rollstuhltraining? Ich. Das sind komischerweise nur die Leute, da ist jemand tatsächlich hier auf einen Rollstuhl gekommen. Wenn ihr einen Rollstuhl habt, wenn ihr einen Rollstuhl für euer Leben braucht, dann habt ihr auch ein Recht darauf, so ein Training zu bekommen. Und das muss die Krankenkasse bezahlen, auch wenn sie das nicht wollen. Sie wollen auch keinen Rollstuhl bezahlen, die müssen es trotzdem machen. Ja? Es ist ganz wichtig, da lernt man Grundfähigkeiten, wie halt zum Beispiel das Kippen, wie das Fahren, wie das Bremsen. Und das braucht man nicht nur, also im Alltag ist das super wichtig, aber im Skatepark ist das auch nicht. Wenn du nicht weißt, wie du Rollstuhl fährst, dann machst du halt auch keine coolen Tricks. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Hornung hier. Jetzt brauche ich hier bald einen Moderator. Sag mal, wer Fragen zu den Terminen hat, die gibt es auch online. Ihr könnt mich jetzt auch hier ansprechen oder auf den besagten Kanälen natürlich auch anschreiben. Ich lasse das jetzt mal nebenbei offen. So. Habt ihr auch andere Rollstühle für die keine Rollstühle haben? Ja, also bei den Workshops auf jeden Fall. Am besten ist, schreib vorher eine Mail oder so und sag hier, ich komme mit 10 Geschwisterkindern und die Eltern wollen auch alle einen Rollstuhl haben. damit er den auch mal zeigen können, wie das ist. Also die Möglichkeit gibt's. Wir haben natürlich immer eine begrenzte Anzahl. Also es gibt bei manchen Workshops haben wir nur die Möglichkeit, 2 Rollstühle mitzubringen. Dann müsstet ihr euch gegebenenfalls abwechseln. Aber wenn er vorher Bescheid sagt, dann versuchen wir auch immer so viel wie möglich da zu organisieren. Ja, das ist jeder mal auch vorher. Wir geben euch was. Ne? Also, du hast doch gesagt, dass man über so einen Kupfsteinpflaster oder Bürgerstein kann man ja leicht rauf, aber wie soll man über die Treppe rauffahren? Das geht doch nicht, weil runter geht. Treppe rauf ist ja schon einmal eins nach dem anderen. Also, erstmal lernt man das richtige Fahren, dann das Kippen
Und wenn man das dann richtig drauf hat, dann kann man vielleicht überlegen, ob man auch die Möglichkeit hat, Treppen hochzukommen. Weil Treppen hochkommen ist echt schwierig. Kannst du das? Ich mach das auf eine total uncoole Weise. Deswegen sieht man das auch nicht auf Fotos oder Videos oder so. Ich mache das immer so, dass ich aus dem Rollstuhl aussteige und die Treppe auf dem Arsch hochrutsche und den Rollstuhl hinterherziehe. Ja? So mache ich das. Dann gibt es aber Typen, die das total gut drauf fahren, was ich dann auch nicht kann. Denn nicht jeder kann alles. So. Und die machen das mit dem Rollstuhl, indem sie sich halt rückwärts dann irgendwie hier am Geländer hochziehen. Ja, das habe ich mal in YouTube gesucht. Das wollte ich mal nachmachen, aber habe ich noch nicht gemacht. Aber ich meine, wie fällt dir das denn eigentlich am Geländer schwer? Was fällt dir schwer? Fällt dir das denn eigentlich schwer? Ja, und zwar die Treppe jetzt halt, ich sag mal, jetzt hochzukrabbeln. Sagen wir mal, den Rollstuhl dann hinter dir herzuziehen oder? Also, es ist natürlich etwas, was ich nicht. Also, wenn jetzt daneben eine Rolltreppe oder ein Fahrstuhl ist, dann muss ich es nicht unbedingt machen. Ja. So der Quatsch, glaube ich, erstmal. Ja, genau, wenn du bei der Rolltreppe bist, wie machst du das? So, ja, das ist ein Typ, der kann das richtig gut, das ist der Freddy. Ne? Der macht das. Der macht das wie nichts. Das ist aber echt schwierig. Ja. Also, lass mich das gleich machen. Du Scheiße. Ich mach das. Komm zum Movikurs. Ach, ja. Ich brauche aber ziemlich Muskeln. Das sieht bei dem super einfach aus. Aber bei Leuten, die was können, sieht dann immer einfach aus. So. Der Toni, der hat sich was gebastelt, dass die Räder nicht mehr nach vorne rollen können. Das erzählt er jetzt auch gerade. Dann kann er sich nämlich auf die Stufe auch so hinstellen. Das hat nicht jeder Rollstuhl leider. Deswegen kann das auch nicht jeder so machen. Ne? Wer das jetzt nicht so wie der Freddy kann, dann wäre das eine ganz coole Erfindung. Aber ihr seht, das gibt immer. Das geht aber der in die Arme, 100%. Wir können ja, aber ihr seid ja hier, um Sport zu machen und nicht um Videos zu gucken. Ey, das hab ich mal im Internet geguckt, ja. So, schade, was anderes finde ich jetzt so auf die Stelle nicht, glaube ich. Aber es gibt verschiedene Techniken, um Treppen hochzukommen. Aber das ist einfach, ne, mach nicht irgendwie den fünften Schritt vom ersten. Ja, sondern übt erstmal mit dem Rollstuhl vernünftig zu fahren, ganz ohne Treppen. Ja, dann muss man mal üben. Ja, genau, wenn man immer eins nach dem anderen. Ja, es ist ja auch immer so, nicht jeder kann ja alles. Und das muss auch nicht jeder können. Sondern aber jeder sollte das Maximale aus sich rausholen können. Und dafür muss man dann üben. Und wenn man übt, wird man immer ein Stück besser. Ja? Und ich habe auch nie gedacht, als ich angefangen habe mit dem Rollstuhl zu skaten, habe ich nie gedacht, dass ich irgendwie mal springe oder so oder mal auf einem Rad fahre oder mich auf einem Rad drehe. Sondern ich habe gedacht, nö, ich probiere das einfach mal. Ich fahre hier mal hoch und hier mal runter. Mal gucken, was passiert. Und dann bin ich Stück für Stück besser geworden. Heute mache ich Sachen, die ich mir damals auch nicht hätte vorstellen können. Also bevor ich mir Unfall hatte, hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass man mit dem Rollstuhl überhaupt Wheelie machen kann oder so. Ja? Wusste ich nicht. Ja? Das heißt, auch wenn man sich heute manche Sachen noch nicht vorstellen kann, wenn man aber immer übt, und man muss nicht direkt anfangen mit dem Schwersten. Wenn ihr jetzt einen Backflip anfangt zu üben, dann werdet ihr ziemlich frustriert sein, dass das ganz schön schwer ist und ganz schön gefährlich. Ne? Dann fangt ihr erstmal klein an, kommt zum Workshop. Und wir gucken dann, wo wir hinkommen. Ja? Immer so Step by Step. Also so schön geht das so. Du kannst nicht da hingehen und direkt alles können. Alter, Alter, wie war das? Da? Ich hab Facebook auch zu Hause. Schreib mich mal an. Ja. Hey, was? Ich hab dann auch eine Freundschaft aus der Alter, schickst du alle da vorbei. Ja, hast du schon mal bei den X-Games? Nee, leider nicht. Leider nicht. Ist irgendwie schon so ein. Ja, könnte man sagen, das ist auch noch ein Traum. Da träume ich noch, aber vielleicht schaffe ich das auch ja mal. Wer weiß. Wie kriegt man denn die Scheiße? Warte mal, jemand. Macht den Meister. Wollt ihr noch jemand fragen jetzt hier gerade? Akut? Erzähl mal, warte. Kommen wir mal ein Stück näher sonst. Wir brauchen mal
Davon nicht. Er meint, er kann sowas nicht rollen. Aber hast du einen Rollstuhl, mit dem man dich auch sonst schieben kann oder so? Das hättest du aber so sagen können. Hätte das verstanden. Pass auf, ich sag's einmal. Das hättest du ruhig so sagen können. Das ist. Oh, ich hab keinen Sound. Okay, er hat geschrieben, ich kann nicht arm. Also er kann seine Arme nicht benutzen. Ja. Aber er hat einen Schieberrollstuhl. Jetzt habe ich das, glaube ich, nur auf dem Handy. Aber pass auf, ich zeig dir was. Das können ja zwar die anderen dann nicht sehen, aber. Das ist ja auch deine Frage. So. Also bist der Lukas auch von der RBG. Ich finde das jetzt so schnell. Wir hatten nämlich auch, das war schon eine Weile her, deswegen muss ich hier ganz schön weit zurückscrollen. Ja. Das geht auch am Computer. Da. Ja, das habe ich aber jetzt hier nur auf dem Handy. War das zum Beispiel immer der, der fällt sonst auch hin. Aber der macht schon drei Stunden so Relay. Ja, das Problem. Vielleicht findet er sogar was. Ja, ist auch immer. Wir machen ja mit dem Aber hat man nicht anfangen, so auch wie du das machen? Wir können das auch alle sehen. Was ich halt eigentlich erzählen will, ist, so, ich muss erstmal hier Instagram. Was ich erzählen will, ist, dass man halt, wenn wir einen Workshop machen, haben wir wie gesagt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Und auch wenn man sich nicht selbst bewegen kann oder wenn man sich selbst nicht so gut bewegen kann, dann gibt es immer Möglichkeiten, wo man trotzdem da Spaß haben kann. Und was man ja nicht falsch verstehen darf, es ist jetzt ja nicht unbedingt ein Sport, wo es eine Regel gibt. Es gibt nämlich an Skaten kaum Regeln, das ist das Schöne daran. Dass man jetzt irgendwie sich selbst bewegen muss oder so. Quatsch, wir sind im Skatepark, um Spaß zu haben. Und jeder hat auf seine Art und Weise Spaß. Und in diesem Video, was ich hoffentlich gleich finde, sieht man, dass der... Das ist alles von dir. Das ist alles von mir. Mit da überall hier ein Herz setzen. Ja, Digga. Ich alles von mal dir. Wie lange ist das denn her? Das war 2014. Ja, hier ist es schon. Ach so, das ist hier. Da sieht es immer so. Also, ne? Er kann sich auch nicht gut selber antreiben. Aber er hatte an dem Tag den größten Spaß seines Lebens, hat er mir auch gesagt. Ich habe den da ein bisschen rumgeschoben, über Rampen rüber. Und er hat sich am Ende sogar, auch so ein kleiner Kamikaze-Typ, ne? Also auch wenn er sich selber vielleicht mit dem Rolli nicht bewegen kann, kann er trotzdem Kamikaze im Herzen sein. Er hat sich mich dann nämlich noch gesagt, hier zu sein, er war da mit einem Assistenz da und er hat gesagt, hier komm, schieb mir mal da die Rampe runter. Und das war echt hier so eine Drop-In-Rampe. War da von Foto vielleicht? Nee, schade. Also, ja, sieht man hier nicht. Hier sowas. Ne, so eine Rampe in der Art, noch, sogar noch ein bisschen steiler. Und dann hat er gesagt, da will er runterfahren. Jemand, der sich nicht selber bewegen kann. Ich habe gedacht, oh, das ist aber ganz schön krass. Aber er hat seinen Assistenten gesagt, hier komm, schieb mich runter. Der Assistent hat gehorcht, hat das gemacht. Er hat sich tierisch auf den Rücken gelegt, hat sich aber lag da, kurz geschockt. Nochmal! Ja? Also, er hat das echt 3, 4, 5 Mal versucht. Hat sich immer wieder auf den Rücken gelegt, aber er hatte einen riesen Spaß dabei. Und deswegen, auch auf die Schnauze fliegen kann Spaß machen. Er hat sich übrigens nicht verletzt, er hat sich nicht wehgetan, sondern er hatte einfach nur Spaß. Ja? Und das ist wichtig. Und deswegen kannst auch du, wenn du dich umsetzen kannst in einen normalen Rolli und den mitbringst vielleicht sogar, damit du da auch gut reinpasst, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. So was. Dann wirst du da Spaß haben. Ja? Okay? Okay, wollen wir weitere Fragen? Und zwar, kann man hier auf
Facebook auch eine Freundschaftsanfrage stellen oder wie? So, jetzt gibt's, wenn du jetzt auf Facebook gehst, das rufe ich jetzt nicht auf. Wenn du auf Facebook gehst und meinen Namen eingibst, dann findest du im Prinzip zwei Seiten. Ja. Es gibt einmal die Seite, da klickst du einfach auf Gefällt mir, da freue ich mich, da kannst du mir auch Nachrichten schreiben und da bin ich viel aktiver. Ah, okay. Dann gibt's meine private Seite, da kannst du mir eine Freundschaftsanfrage stellen und dann überlege ich, oh, wer ist denn das? Kenn ich den? Habe ich ihn schon mal gesehen? Ist halt meine private Seite. Dann nehme ich da vielleicht dich an, darfst du nicht böse sein, aber ganz ehrlich, auf der Seite mache ich eh nicht viel. Ja. Deswegen, auf der Seite, wo du Gefällt mir klicken kannst, da findest du auch die ganzen Sachen immer. Ah, okay, kannst ja. Du musst mir meiner Mutter sagen. Nachrichten schreiben. Zeig auch deiner Mutter, dann erzähle ich ihr mal was über Hans. Meine Mutter, ich will was, meine Mutter sollte mal selber im Ort versetzen. Ich muss dich einmal warnen, wenn deine Mutter mit uns Rollstuhl fährt. Wir sind so Leute, wir versuchen, wenn wir Fußgängern mal das Rollstuhlfahren zeigen, wir wollen danach nicht, dass die sagen, boah, das ist aber total schwer. Wir wollen, dass die sagen, boah, das macht Spaß. Am Ende wird deine Mutter noch sagen, hier, raus aus dem Rollstuhl, ich will. David? Jo? Wann kann man sich denn noch zum Sportler des Jahres wählen? So, ja, genau. Bis, was haben wir heute? 13. Noch drei Tage. Yeah, komm! Okay, wir stellen jetzt den Laptop auf und dann müssen alle einmal. Auf welcher Seite machen wir das? Das ist total schwierig zu finden. Das ist Ruhrnachrichten oder Radio 91.2. Ja, Sportlerwahl, ne? Ja. Herr Schubert und ich, wir haben hier gerade auch mal überlegt, ob wir den Ben vielleicht mal fragen. Wir sind ja hier ganz viele Schulen. Ob er sich vielleicht noch mal irgendwann einen Tag frei nehmen kann unter der Woche und dass wir vielleicht das dann so machen könnten, dass wir im Coininghaus anfragen und dass wir eben für pro Schule die anreisen können. Ja, natürlich. Wenn das ginge, ne, dass von jeder Schule, die kann, 3-4 Leute kommen und wir dann vielleicht so einen Aktionstag mal machen. Marvin und Ingo. Hätten wir den dann los? Ja. Ja. Okay, dann müssen wir das mal mit dem David besprechen, ob das... Wenn er aber Lust hat. Also, wo wir hier ja schon mal so viele Schulen haben, oder auch die Lehrer und die Schüler natürlich, aber wir machen auch Schulprojekte. Ja, das läuft jetzt gerade im Raum Dortmund, läuft das gerade erst so langsam an. Und das machen wir zusammen. Hier, Lisa, meine Freundin. Oi. Heißer Feger, ne? Wir machen Schulprojekte und die können unterschiedlich aussehen. Also wir sind dann noch in den Kinderschulen sozusagen. Wir kommen mit Rollstühlen und wir können quasi dann auch allen, die keinen Rolli haben, da mal so ein bisschen das Rollifahren zeigen. Wir können quatschen, wir können auch wieder coole Bilder angucken. Also das ist alles möglich. Müssen wir halt nur drüber quatschen. Ja? So, warte, jetzt weiß ich gar nicht, wer jetzt erst war. Da hinten. Wie lange braucht man als normaler Läufer oder sowas, bis man so weit ist wie Sie? Boah, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ein Fußgänger schon so gut ist wie ich. Also grundsätzlich so, wenn jetzt Fußgänger das ausprobieren, ist total unterschiedlich. Es gibt halt so Bewegungstalentierte, zum Beispiel so Skateboarder, die jetzt auch Kickflips und alles so aus dem FF können, ja. Die setzen sich meist auch im Rollstuhl und weil die halt so super sportlich sind, machen die relativ schnell auch super Sachen, ja. Das ist unterschiedlich. Also der eine kann es und der andere kann es halt nicht so gut, wie überall im Leben. Ja, trainieren geht. Wenn du ein gewisses Talent dazu hast, dann wird das schnell gehen. Ja, dann wirst du vielleicht sogar sagen, Boss, das hat eine Lusche, der hat so viel erzählt, aber er kann eigentlich gar nichts. Aber vielleicht geht es auch gar nicht und dann zeigt dir einer hier. Dann zeigt er dir, wie das geht. Ja, wenn ich selber könnte. Ja, machen wir noch. So, jetzt weiß ich, wer zuerst war. Hier, Ladies first, okay, oder? Kannst du Auto fahren? Ja, kann ich. Und momentan nicht, weil mein Auto in der Werkstatt steht. Aber gut, aber auch umgebaut, ne? Ja, genau. Also ich fahre mit Handgas. Ich habe ein umgebautes Automatikauto, also richtiges Automatikgetriebe muss es halt haben. Also und dann habe ich wieder rein. Mache ich das? Auch mal ein Video davon? Ja, YouTube. Also nicht von dir, aber. Also im Prinzip, ich setze mich auf den Sitz und schmeiß ein Rad rein, schmeiß noch ein Rad rein, schmeiß ein Rad rein. Nein. Der Kopfraum ist ja hinten. Nee, ich mach's ja nicht im Kofferraum. Hier, so, das ist der Fahrersitz. Ne? Wir sind hier auch
in Deutschland, deswegen muss ich ja von hier einsteigen. So, dann kann ich hier mein Rolli. So, ja, genau. Zack. Zack. Heftig, ey. Zack. Und der schwierigste Part ist dann der. Ja. Oh, wenn man so was ja, so hat, dann geht's aber. Oh. Und dann kann ich losfahren. Tür zu, zack. Ja? Es gibt aber auch, ne, für die, die jetzt irgendwie ein bisschen schwächer sind oder so, es gibt auch da wieder tausend verschiedene Techniken. Also es gibt welche, die nicht so viel Oberkörperstabilität haben, die machen sich dann den Sitz nach hinten, also richtig so liegen und ziehen den Rolli dann irgendwie rein. Oder wenn das auch noch irgendwie zu schwierig ist, dann gibt es natürlich auch Verladehilfen. Da hat man so einen coolen Knopf, wo einfach jemand drückt und dann lädt sich das selber ein. Also ein Bruder, ohne Scheiße. Oder eine Lampe. Oder man hat so einen coolen Partybus, ne, und hat eine Lampe dran. Das geht auch. Ja. Schweiger einhorn, ne? So. Du, du, du. Also, ich wollte mich fragen, aber ist denn deine Freundin auch genauso? Hat sie auch so einen Unfall? Ne. So, Lisa, jetzt musst du was erzählen. Nein, ich habe Spieler wie viele? Das kennt vielleicht ein paar, vielleicht haben das auch ein paar hier, das habe ich nicht mehr, hier in der Fraktion. Ja, und ich bin ganz lange gelaufen, mehr schlecht als recht, also mehr so. Und habe dann auch durch David gemerkt, dass das irgendwie cooler aussieht und auch irgendwie effizienter ist. Also dass, dass du weniger Kraft brauchst, um einfach alltägliche Sachen zu machen. Okay. Ja. Warum bin ich nicht schon vorher so gewesen? Ja, ein ganz neues Auto. Hier. Unser altes Auto ist hier weg. Ja, echt. Ey, dann. Victor, schon einen Trick? Ich brauche ein neues Auto. Weil meins ist Schrott. Vielleicht kannst du dir euer Fenster. Frag doch mal deine Eltern. Wir machen das. Unser Auto war auch nicht irgendwas. Und dann haben wir das abgegeben und haben uns dann einen neuen geholt. Und der heißt Futter Monster. Okay, wir stehen da mit 5 Minuten schon in der Zirkusaktion. Ja, das ist egal, ich weiß, ich weiß. So, ja, dann müssen wir mal hier ganz, ganz schnell durchlaufen. So, du? Wie kriegt ihr das hin, wenn jetzt dein Rollstuhl ins Auto muss und der von Lisa auch? Wie kriegt ihr das hin? Als ob du wüsstest, mit was für einem Auto wir unterwegs sind. Das ist nämlich das größte Problem. Kennt ihr? Das ist ein ziemlich altes Auto, das kennt ihr bestimmt gar nicht mehr. Das ist ein VW Lupo. Übrigens auf die Schnauze fallen. Ja, bitte, sag mal was dazu. Ja. Oh. Yeah. Aber doch geschafft. Ja, stimmt. Dann haben wir auch mal so ein Ja, haben wir schon. Weil Auto war da auch. Also, das ist nicht der Lupo, das hat ein bisschen mehr Platz, aber wir haben irgendwie gelernt, wie man vernünftig packt. Vorne rein. Achso, übrigens zum Laufen. Ich kann laufen, wenn ich aufgehangen werde. Das Auto war ja schon drin. Doch. Yeah, wie so ein Zombie. Zombie. Augsburger Puppenkiste. So, ich suche noch ein Autobild, noch Fragen. Wie ist dein Name, damit ich dich mal fest. Ich geb dir ein Kärtchen, okay? Ich schreibe euch das alles auf. Wir machen das.
kannst mir mal eine Karte machen, wo alles draufsteht? Ich merke das nicht so. Kriegt er alles? Ja. Oh, noch weitere Fragen? Nico mal. Warte, ich verstehe nichts. Was? Mit dem Koffer. Hey, Digga, mit dem Kopf? Nein, er will fragen, wie ihr das geschafft habt mit den Koffern. Mit den ganzen Vorschlägen. Ob die Koffer auch noch reingepasst haben? Achso, ja. Ich meine, aber wenn das Auto, wenn ihr das Auto hattet, und dort hinten ist das so ein Ding und da muss man auch zumachen. Ja, ja. Ding, es gibt ja, Mann, ey, das muss man mit Sport anmachen. Ey, wir lassen uns selber fallen. Da tut's auch nicht weh. Warum ist das nicht Dreckwasser? Und wenn ich denke, ins Wasser gesprungen bin. Ja, mit den zwei Rollis, wie habt ihr das denn hinbekommen? Aus, ey. Ich hab immer das Gefühl, dass ich gleich irgendwas brechen muss. Also all diese tollen Videos und Fotos könnt ihr euch alle online angucken. Aber ich hab eine Frage über hier ist der Lupo. Das ist zumindest schon mal dein Auto. Ich meine wegen das Auto, dort ist ja der Koffer. Und wie habt ihr das denn zugekriegt mit dem Kofferraum? Den Kofferraum. Ja, zugeknallt. Genau, wir machen dann immer schnell alles festhalten, dass nichts rausfällt und dann ganz schnell. Ja, alles festhalten, dann ist die Hand der Kofferraum. Boom. Aber die Frage mit diesem Aufhängen, wie willst du das denn draußen hinkriegen, obwohl draußen keine Schienen oben sind, mit dem du da hinlaufen kannst? Das ist ja die Sache, ich will es ja draußen gar nicht hinkriegen. Ich habe ja meinen Rollstuhl. Brauch ich doch nicht laufen. Ein Rollstuhl ist das Geilste, was es gibt, Alter. Ja, aber das Rollstuhl in den Kofferraum und dann ins Auto irgendwie kommt. Polizeiauto. Ach so, ja, wer dann, ja gut, dann braucht man, das stimmt, aber die Lisa macht das dann, ne, oder? Die Lisa räumt dann... David packt alles rein, setzt sich dann ins Auto und dann ist da immer noch, hinter dem Fahrersitz, ist dann noch immer ein, genau, stimmt, das Europa-Video. Ja. Lisa und genau. So, dann gucken wir mal das Video an. Wo ist das? So, in Holland. Ja, hat er auch gerade gesagt. Ja. Guck, das meine ich. Da, guck, da packe ich so ein Auto voll. Ja, da war er auf Europareise. Ja, gut, da packe ich weiter. Und dann, wenn ich alles hinten drin habe, mache ich Kofferraum zu und steige vorne ein. Und dann, mein Rolli packe ich vorne ein, wie ich es gerade gezeigt habe. Das war noch das alte Auto, das ist ja. Größer. Ey, was ist das? Also genau, das war mein größtes Auto. Boah, Junge, warum ist der gefahren? Das ist aber Amerika, ne? Nee, das ist jetzt Spanien. Ey, ich will das auch können, Mann. Da haben wir eine Europa-Tour. Ganzen Tag. Wie gesagt, die Videos gibt's alle auf YouTube, Instagram. Könnt ihr gucken. Und, ja. Könnt ihr euer... Genau, ich mach mal was. Ich fahr mal extra auf den Boden. Und oh, jetzt hier, ja. Ich habe leider nicht so viel davon, vielleicht sonst, wenn ich das euch gebe. Aber ansonsten findet das auch online, RBG-Seite. Kennst du ja. Das hier, da haben wir es halt nur vom Skaten haben wir halt noch nichts. Da gibt es noch kein Plakat, kein Offizier. Alle, die im Zirkus. Stopp, genau, warte, bevor ihr kurz geht. Einmal den beiden danken. Da, das hier.